Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Frau Kollegin Hasselmann, Ihre Rede hat noch mal bestätigt, aufgeregte Geschäftsordnungsdebatten werden immer beantragt und durchgeführt, meist aus zwei Gründen. Entweder gehen die Argumente aus oder man will ein Spektakel veranstalten. Da können Sie sich jetzt was aussuchen. Und das eine möchte ich auch noch mal für die Geschäftsordnung sagen, weil Sie hier den Eindruck aufkommen lassen, dass Sie hier nicht ordnungsgemäß beraten können. Ich behaupte mal, es gibt in der ganzen Welt kein Parlament, was so viel Oppositions- und Minderheitenrechte bewusst von uns in der Geschäftsordnung verankert hat wie wir. Besonders für diese Legislaturperiode. Und was jetzt hier die Behandlung dieses Antrages angeht, bitte ich doch mal, sich selbst die Frage zu stellen. Sie stellen hier einen Antrag. Und warum Sie eigentlich jetzt mit dieser Sofortabstimmung, ich sage jetzt einfach mal, die Ernsthaftigkeit Ihres Anliegens selbst durch diese Verfahrensweise da in Frage stellen, damit sich ausführlich zu beschäftigen. Das Thema ist ernst. Ein ernstes Thema. Die Menschen machen sich Sorgen, und es ist hier mehrfach gesagt worden, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger steht für uns hier im Vordergrund. Es ist ein komplexes Thema, ein schwieriges Thema, was eine gewissenhafte und ausführliche Beratung auch in den Ausschüssen bedarf. Und Sie haben ja in einem Punkt, da denke ich, ist ja auch Konsens. Ja, natürlich, wir brauchen das Abschalten. Wir brauchen zumindest eine Abschaltperspektive. Da gibt es ja viele Initiativen. Ich weise mal darauf hin, wir haben heute viel gesprochen über das Kernkraftwerk Tihange. Ich sage mal das Kernkraftwerk Cattenau. Ja, gleiche Thematik. Ich kann sagen, in unserer Fraktion gibt es auch viele Abgeordnete, dazu gehöre ich selber dazu, die beispielsweise mal Kontakt aufgenommen haben, auch zu den parlamentarischen Kollegen in Frankreich und Belgien. Kann ich nur anraten, mit welchen Positionen und Stellungnahmen man da konfrontiert wird. Das nur als kleiner Rat dazu. Die Debatte hat gezeigt, und die Umweltministerin hat es deutlich gemacht, hier sind derzeit gerade viele Fragen, die im Moment rechtlich, politisch geklärt werden und die in diesen Prozess und auch in die Beratung dieses Antrages mit einfließen können. Das hat die Bundesumweltministerin sehr deutlich gemacht. Und ich sage nochmals, das Thema ist so komplex, und da kann nie die Antwort sein, es mit einem simplen Antrag hier zu erledigen. Das sind wir im Übrigen auch den Bürgern schuldig. Was für ein Eindruck kommt denn da auf bei so einem schwierigen Thema, als sei damit das Problem gelöst? Das Problem ist doch nicht damit gelöst. Aber es wird dieser Eindruck erweckt, als sei das mit einem Antrag hier zu erledigen. Und auch da haben wir mit Ehrlichkeit und Verantwortung mit den Dingen umzugehen. Und lassen Sie mich nur zum Schluss sagen, ich behaupte mal, wenn Sie diesen Antrag vor einem halben oder dreiviertel Jahr gestellt hätten, Sie wären niemals auf die Idee gekommen, ja, da wären Sie auch niemals auf die Idee gekommen, den direkt abstimmen zu lassen. Da hätten Sie Wert darauf gelegt, dass da gründlich drüber beraten wird. Und das wollen wir auch mit diesem Antrag, wollen wir das tun. Deswegen überweisen wir den in den entsprechenden Ausschuss, wie es die übliche Arbeitspraxis dieses Parlaments ist. So, vielen Dank. Jetzt hat der Kollege Zäbel von der Linken das Wort. Und vielleicht kann man ein bisschen auch die Gemüter runterfahren, denn hier hat jeder das Recht, seine Meinung oder ihre Meinung zu sagen. Und es wäre schön, wenn die anderen dann wenigstens zuhören würden. Bitte schön, Herr Zäbel.